Welche Abgründe liegen im beruflichen Umfeld Michelle Kiesewettes verborgen und wohin verweisen Sie? Darüber spreche ich jetzt hier vor dem Oberlandesgericht in München mit dem Bundessprecher der Arbeitsgemeinschaft der kritischen Polizisten, Thomas Wippesaal. Thomas Wippesaal, herzlich willkommen und ich freue mich, dass Sie es möglich gemacht haben, heute zu unserer Live-Sendung hier in München zu sein. Also herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Schönen guten Tag. Herr Wippesaal, die in Heilbronn ermordete Polizistin Michelle Kiesewetter, die hat wahrscheinlich nicht nur in ihrem Herkunftsort Oberweißbach in Thüringen Kontakt zur rechtsextremen Szene gehabt. Ihr Vorgesetzter bei der Polizei soll auch Mitglied beim Ku Klux Klan hier in Baden-Württemberg gewesen sein. Gibt es da Zusammenhänge oder sind es unabhängige Zufälle? Es sind Zusammenhänge festzustellen, die noch über das, was Sie aufgezählt haben, hinausreichen. Sie wissen um die sogenannten Suizide von Corelli und von Florian Heilig. Und jetzt diese Woche Montag hat gerade ein Polizeibeamter vor dem Untersuchungsausschuss des Baden-Württembergischen Landtages eine Aussage gemacht. Das war der Steffen Bartsch. Der Bruder von dem Steffen Bartsch, der Jörg Bartsch, der hat das Kraftfahrzeug von Florian Heilig höchstpersönlich untersucht und gewissermaßen dann die Entscheidung getroffen, dass es sich um einen Suizid handelt. Sie wissen, dass viele Dinge, Gegenstände später von den Eltern des Opfers, Heilig, gefunden wurden. Also Heilig gehört selbst zur rechtsextremen Szene und Steffen Bartsch tat ja auch auf doof in Stuttgart, dass er nicht Rechtsextremist wäre, etc. pp. Tatsächlich gehört er zur Skinhead-Szene. Und dieser Steffen Bartsch, der hat eigentlich ständig in seinem Umfeld Nelly Rühle, Alexander Nightline und auch Christian Hehl. Und zwar auch auf seiner Facebook-Seite als Freundschaften eingetragen. Also diese Aussage vor den Parlamentariern war bodenlos in ihrer Dreistigkeit und Unverschämtheit. Wie weit reichen denn die Zusammenhänge rund um Michelle Kiesewetter? Also welche Gruppierungen haben hier nachweislich miteinander zu tun gehabt? Der Ku Klux Klan in Baden-Württemberg wurde maßgeblich vom Verfassungsschutz in Baden-Württemberg mitgegründet. Und das ist ein Vorgehen der Nachrichtendienste weltweit. Also die Briten zum Beispiel machen das und versuchen darüber die Kontrolle zu behalten. Großbritannien, Blood and Honor, die weiterführende Linie ist ja dann das, was hier verhandelt wird, NSU und andere Ableger. Und das ist eine Vorgehensweise, dass jeder gesunden Demokratie fremd sein muss. Ähnlich ist es mit dem KKK, der wesentlich aus den USA gesteuert wird. Dort gibt es die NSDAP, AO, Aufbauorganisation, und die liefern sämtliche notwendige Materialsammlung in allen europäischen Sprachen hier auf unserem Kontinent und bauen richtig auf. Also Wehrsportgruppen, verschiedene Terrorzellen, die auch trainieren, auch jetzt aktuell. Das ist nicht irgendwie jetzt Vergangenheit, was ich da von mir gebe. Die organisieren Fluchtpunkte, falls jemand fliehen muss. Die sorgen für sichere Websurfer. Die machen Verhaltensregeln für den Fall einer Gefangennahme durch staatliche Organe. Die sorgen dafür, dass No-Name-Gruppen existieren. Und dieses Konglomerat ist für Polizeibeamte, die dienstlich unterwegs sind, im Grunde nicht zu fassen. Das wissen wir aus mehreren Bereichen, wo die Schmiere, sag ich mal, also unsere Berufskollegen, kurz davor waren, zugreifen zu können. Sowohl bei Ihnen in Thüringen, die cleveren Kriminalbeamten, als auch in Kassel, der Temme, der sollte in U-Haft gehen, oder eben in Baden-Württemberg. Sobald Nachrichtendienste ihre Finger im Spiel haben, ist alles möglich. Wie kann das aber eigentlich sein? Also man mag ja tatsächlich das Vertrauen in den bestehenden Rechtsstaat verlieren, wenn man das alles so verfolgt. Geheimdienste, die agieren offenbar völlig autark. Und warum? Wie funktioniert das? Warum dürfen die das? Nicht völlig autark, sondern zum Beispiel ist klar für unsere Laienspieler, in den Landesämtern für Verfassungsschutz und auch in Köln beim Bundesamt, dass sie den britischen Geheimdienst nicht in die Suppe spucken. Die wissen, dass Blood and Honor hier mit einem Ableger, also auch NSU
unterwegs war und auch weiter unterwegs ist. Mhm. Das ist einfach so. Und dann müssen Sie sich wirklich versuchen vorzustellen, wie das eigentlich ist. Das sind also solche Geheimdienstmenschen, die operieren. Das sind staatlich trainierte Lügner. Die werden dafür belohnt und honoriert, dass sie mehrere Legenden fahren, dass sie laufend täuschen und tricksen, einschließlich der Polizei. Wir wissen ja aus den Untersuchungsausschüssen, auch schon aus diesem Strafverfahren, wie oft die Dienste bei Ihnen in Thüringen sich die Akten angeguckt haben, ob eigene Leute operativ dadurch gefährdet werden, sowohl V-Leute als auch geheim, also eigene Mitarbeiter. Also das ist eine völlig andere Welt als das, was wir so von der Rechtsstaatssystematik gelernt haben, auch wir als Kriminalbeamte. Und so ist es. Ja, so ist es, sagt sich so leicht, aber es haut ja eigentlich gnadenlos an der Zielführung vorbei. Also es werden keine Gewalttaten dadurch verhindert, im Gegenteil. Es wird keine Verfassung geschützt, im Gegenteil. Wie kann das also sein? Es ist nicht fassbar. Ja, doch, es ist fassbar, weil es ja stattfindet. Wir erleben es. Und bitte nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass dort ganz verschworene Schwüre existieren. Also jetzt nicht so Indianerschwur, Blut und etc., aber zum Beispiel taucht der Christian Hehl bei allen relevanten Aussagen auf. In allen Untersuchungsausschüssen der Parlamente, wenn sich jemand aus dem eigenen Dunstkreis dort in Zeugenstand befindet. Genauso hier. Im OLG München war Christian Hehl mehrfach da. Es wird genau darauf geachtet, wie die eigenen Leute sich verhalten, dass sie entsprechend, sie wissen das ja durch die Analyse, was hier läuft. Also es ist eine Seifenoper, die rechten Zeugen verarschen die Justiz, sie tun auf Erinnerungslücke etc. pp. Das ist organisiert, das ist trainiert, das wird vorbereitet in einer ganz anderen Qualität als Zeugenbetreuung bei der Polizei. Es gibt da eben verschiedene rechtsextreme Vereinigungen, Sie haben schon ein paar genannt, aber um mal auf die Strukturen derer zu sprechen zu kommen, haben die Vorbilder oder wonach richten die sich? Wonach richten die sich aus? Wo nehmen die ihre Ansichten her? Also NSDAP AO hatte ich bereits erwähnt, USA, Jerry Lauck. Und wenn man NSDAP hört, ist klar, wo das Vorbild liegt, nämlich hier. Das Braune Reich, das Nazireich, Deutschland von 33 bis 45. Das ist das Vorbild. Und da gibt es auch ein Menschenbild, das für uns genauso fremd ist wie das, was ich jetzt ausgeführt habe über die Arbeitsweisen der Geheimdienste in funktionierenden rechtsstaatlichen Demokratien. Und das Menschenbild sagt ganz klar, dass bestimmte Kategorien von Menschen, jetzt nicht die klassische Rassenlehre der Nazis, aber ähnlich, kein Recht zu leben haben, dass sie versklavt werden können. Auch deshalb diese Exekution, die wir hier bearbeitet sehen vom OLG München, die wurden ja so kaltblütig, so trocken, so aber auch perfekt vorbereitet durchgeführt. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von den Tätern relevante Skrupel davon getragen hat. Und dieser Ku Klux Klan ist gewissermaßen so das Christliche, um das vielleicht besser verständlich zu machen für die Hörerinnen und Hörer, das christliche Pendant zu dem ISIS, also der IS, was jetzt im Nahen Osten sein Unwesen treibt, ist völlig irrelevant. Sobald jemand dieser Ideologie nicht angehört, ist er Feind, ist er gegenüber. Das Seltsame ist nun aber, dass ausgerechnet, wenn wir wissen, der Gruppenführer von Michel Kiesewetter ist Mitglied im Ku Klux Klan. Das ist ein Beamter der deutschen Polizei. Offenbar scheint das ja auch mehreren Menschen bekannt gewesen zu sein, welche Rolle er da spielt. Wie geht das, wie kommt das zusammen mit seiner Dienstpflicht als Beamter? Passt doch nicht. Diese Polizei in Baden-Württemberg, das habe ich schon an anderen Stellen gesagt in den letzten 3 Jahren, ist völlig verroht. Also die Vorgesetzten wissen genau, was für Kanaillen sie als Mitarbeiter haben und sie schützen sie. Auch nur so ist es natürlich erklärlich, dass die ehemaligen Mitglieder in diesem Ku Klux Klan, die dann auch noch so tun wie jetzt Montag, der hier Steffen Bartsch vom Untersuchungsausschuss in Stuttgart, dass das nur eine 2-3-Wochen-Episode gewesen und er hätte nicht gewusst, was das eigentlich sei. Er wollte sich mit dieser christlichen Strömung intensiver beschäftigen. Das geht inzwischen
relativ weit in der Hierarchie in vorgesetzten Bereiche hinein, weil die über die Zeit, das läuft ja seit den 80er Jahren, dort hineingewachsen sind durch entsprechende Beförderung, Ernennung. Und dieser Bereich wird nicht ernsthaft angegangen, selbst unter Grün-Rot in Baden-Württemberg nicht. Immerhin hat die Grüne Partei dort die Mehrheit in der Landesregierung. Die tatsächlichen Ausmaße bei den Polizeien, also ich kenne Stimmen, nicht unbedingt immer unsere Mitglieder, aber die sprechen davon, dass es Bereiche gibt, gerade in Baden-Württemberg, wo so 50% der Beamten in die rechtsextremistische Ecke gehören, sich entsprechend äußern. Also nicht gleich Gewalt und Tod und fertig machen, aber eindeutig aufgrund der Äußerung, wenn sie ungeschützt hinten im Sozialraum, in der Wache oder so sich unterhalten. Über die verworrenen ideologischen und realen Abgründe rund um den NSU und den Fall Kiesewetter sprach ich hier vor dem Oberlandesgericht in München mit Thomas Wüppesaal, dem Bundessprecher der Arbeitsgemeinschaft der kritischen Polizisten.